Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar geht es um das Buch Cat and Cole von Emily Sowada. Das Buch kostet 17 Euro und ist im Planet Verlag erschienen. Das Buch wurde mir zur Verfügung gestellt, deswegen steht hier oben auch klein eingeblendet Werbung. Und ja, das ist der Auftakt einer Reihe, denn das Ende, so wie ich finde, ist relativ offen. Also ich vermute, dass da nochmal was kommt. Das Buch hat 476 Seiten und ja, ich wurde schon auf das Cover angesprochen. Viele hatten die Vermutung, dass es hier um einen Young Adult Roman geht, also eher eine Liebesgeschichte. Das stimmt auch teilweise. Es ist eine zarte Liebesgeschichte enthalten, ist aber hauptsächlich ein Science-Fiction-Roman, denn wir begleiten hier Cat, auch Katharina genannt, die Tochter eines sehr bekannten Wissenschaftlers ist. Und man muss sich das so vorstellen, die Welt ist sehr weit voraus. Alle haben ein Panel im Arm, mit dessen Hilfe sie sich verschiedene Apps installieren können und dadurch dann ihren Körper verändern. Ihr fragt euch natürlich, wie verändern? Man muss sich das so vorstellen, du kannst deinen kompletten Körper verändern, deine Haut, deine Haut feiner gestalten, du kannst deine Lippen dicker machen, du kannst dir Vampirzähne wachsen lassen, man kann sich Flügel wachsen lassen, alles, was man sich nur vorstellen kann. Nichts ist unmöglich in dieser Welt. Und in dieser Welt ist aber leider ein Virus ausgebrochen, in dem man sich das so vorstellen kann wie eine Zombie-Apokalypse. Die Menschen haben sich verändert und innerhalb weniger Wochen fangen sie an, sich körperlich zu verändern und irgendwann explodieren sie. Und dadurch gibt es dann eine giftige Wolke, die dann die ganzen anderen Menschen infiziert. Um nicht infiziert zu werden, müssen die Menschen das Fleisch dieser Infizierten essen, aber auch nur zu einer bestimmten Zeit. Das Fleisch hat eben dieses Gen noch in sich, das eben die Menschen immun hält. Und Cat wurde durch einen tragischen Unfall von ihrem Vater getrennt und muss sich eben alleine durchschlagen. Sie ist eine sehr gute Hackerin, sie hat viele Sachen von ihrem Vater mitbekommen und kann verschiedene Codes dechiffrieren und ja, muss dann eben die Welt vor dem Untergang retten. Wie das genau funktioniert, das müsst ihr natürlich lesen. Ich fand die Geschichte so spannend. Es war sehr blutig geschrieben und ja, wie man vom Cover eben auch schon sieht, passt es relativ gut zum Thema auch dazu natürlich, wenn man überlegt, dass die Menschen explodieren wie eine Melone und man muss diese Menschen dann essen. Es ist sehr kannibalistisch und eine sehr düstere Welt, in der Cat eben lebt. Und ich fand es so cool zur Abwechslung mal, was in dieser Thematik zu lesen, dass es eben eher in diese Science-Fiction-Schiene geht. Das fand ich echt cool gemacht. Was mich halt leider ein bisschen verwirrt hat, waren diese ganzen technischen Sachen, die dann eben hier beschrieben worden sind. Es war mir manchmal an manchen Stellen ein bisschen zu wenig Information, dass ich mir das bildlich habe vorstellen können, weil es halt wirklich so eine große Welt ist und es gibt so viele verschiedene Sachen, die ich einfach mal an manchen Stellen einfach ein bisschen mehr erklärt haben wollte. Außerdem fand ich auch die Idee richtig spannend, dass man eben mit der Hilfe dieser App seinen ganzen Körper umgestalten kann und insofern das natürlich dann auch gut ist. Das frage ich mich natürlich oft. Ich meine, wir leben ja jetzt auch in einer Zeit, in dem eigentlich auch schon viel machbar ist, aber ich dachte mir dann nur so, ja, wenn man seinen ganzen Körper verändert, dann bleibt ja irgendwie auch nichts mehr von einem übrig und der Körper ist dann so verändert, ob das dann noch so wirklich letztendlich schön ist, das bezweifle ich ganz ehrlich. Ja, auch so, das Endszenario lässt natürlich dann ein offenes Ende da, wo man natürlich gleich weiß, okay, da kommt noch mal was. Und ich fand den Schluss auch richtig spannend. Ich hätte damit nicht gerechnet, wie sich das Ganze letztendlich dann entwickelt, in welche Richtung. Ich mochte Cat, also die Hauptprotagonistin, sie war eine sehr starke Persönlichkeit. Und auch Cole, dem sie dann letztendlich begegnet, den fand ich auch echt, also den habe ich mir heiß vorgestellt, den mochte ich. Cole ist so eine Art Kampfmaschine, sein ganzer Körper wurde verändert und ich habe mir das alles so ein bisschen vorgestellt wie so ein Roboter-Mensch.
so als so eine Art Android, so ein bisschen mit Computerteilen und also ja. Es ist auf jeden Fall ein sehr blutiger Roman, der unter die Haut geht. Ich war mir manchmal recht unsicher, was ich dann gelesen habe. Ich bin dann nicht ganz so schnell vorangekommen, weil eben diese ganze Technik und man merkt einfach, dass die Autorin eher in die Richtung Mathematik-Studentin geht. Also hier steht ja drauf, dass sie den Abschluss in Mathematik gemacht hat und wenn sie nicht gerade mit Algorithmen entwickelt, dann widmet sie sich dem Schreiben und das hat man, fand ich, sehr gemerkt in diesem Buch. Diese ganzen Panels und Kabel und es war mir manchmal ein bisschen zu viel, also es war mir zu unverständlich, da wollte ich einfach noch ein bisschen mehr Erklärung haben. Ich hoffe, dass es dann im zweiten Teil noch ein bisschen mehr Informationen gibt, dass es das ein bisschen einfacher macht, auch zu verstehen. Auch den Professor, also den Vater von Cat, fand ich sehr interessant. Man wusste nicht so recht, in welche Richtung Mensch der Papa oder der Vater von ihr geht, weil er manchmal sehr kaltherzig beschrieben worden ist, aber auch irgendwo sehr einfühlsam. Letztendlich, wie sich das Ganze entwickelt hat am Schluss, habe ich persönlich nicht damit gerechnet. Ich war sehr überrascht, wie das Ganze so letztendlich ausgegangen ist. Was ich dann auch wieder richtig toll fand, weil man halt wirklich sehr überrascht worden ist von der Geschichte. Und ich hatte so meine Vermutungen, aber die gingen in eine völlig andere Richtung. Auch die Nebencharaktere, fand ich, wurden sehr gut erklärt und beschrieben und brachten einem den Leser auch wirklich sehr nahe. Es ist auf jeden Fall eine kleine Liebesgeschichte am Rande mit dabei, die aber nicht so in den Vordergrund geschoben wird. Also es ist nicht so viel Geschmachte, wie es üblich ist. Das fand ich sehr gut, weil diese Hauptthematik sehr präsent war. Und ich mag das nicht so, wenn die Liebesgeschichte so sehr schnulzig wird und so. Es war hier in dem Buch einfach sehr authentisch beschrieben und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich mochte die Einstellung von Cat, dass sie sich halt nicht runterziehen konnte. Aber was ich dazu sagen muss, es war an manchen Stellen ein bisschen übertrieben, dass Cat wirklich sich überall reingestürzt hat, in jeden Kampf und ohne darüber nachzudenken, über die Konsequenzen. Das fand ich manchmal ein bisschen übertrieben, weil ich meine, man ist nicht unsterblich und Cat ist auch keine Mega-Kriegerin gewesen, deswegen fand ich das an manchen Stellen ein bisschen übertrieben. Aber nichtsdestotrotz hat mir die Geschichte wahnsinnig gut gefallen und ich möchte auf jeden Fall wissen, wie es da dann weitergeht. Und eine super Geschichte, wenn ihr was Spannendes, Blutiges mögt, das auch manchmal ein bisschen brutal wird. Ich würde die Geschichte so ab 16 empfehlen, 15, 16, je nachdem, was man auch ab kann. Ne? Ich weiß nicht, mittlerweile sind ja die Jugendlichen doch ein bisschen weiter voraus, was das angeht. Also so 16 würde ich sagen. 15, 16 ist, denke ich mal, das optimale Alter, wo man das lesen kann. Ja, und jetzt kommen wir dann auch noch zu dem Gewinnspiel, was ich ja oben angekündigt habe. Ihr bekommt einmal so ein tolles Buch, wenn ihr mir eine kleine Frage beantwortet. Und zwar, wenn ihr euren Körper verändern könntet mit Hilfe dieser App, was würdet ihr da verändern? Es sind keine Grenzen gesetzt, also da hätte ich schon gern irgendwie was Kreatives, würde mich mal interessieren. Genau. Ihr müsst natürlich damit einverstanden sein, dass ich eure Adresse dann eben dem Verlag zusende, damit ihr dann eben das Buch erhaltet. Das sind halt die Voraussetzungen. Wenn ihr dann gewonnen habt, dann bekommt ihr eine Nachricht von mir und dann müsst ihr mir unter meiner E-Mail-Adresse, die ich euch dann in der Infobox verlinke, eure Adresse zukommen lassen. Genau. Ihr habt eine Woche Zeit, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Wir haben heute den 19. Das heißt, ihr habt Zeit bis zum 26.07. Und da ist dann
die Verlosung. Die Verlosung findet ihr dann unter meinem Lesemonat Juli. Da werde ich dann den Namen, den Gewinner verkünden und dann schreibe ich euch per E-Mail oder per Nachricht unter diesem Video, wie auch immer, dass ihr gewonnen habt. Also irgendwo werden wir das dann schon hinkriegen und dann sendet der Verlag euch dieses tolle Buch dann zu. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig auf die Geschichte machen und ich wünsche euch natürlich ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!